Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier wieder auf der Ellerbach zusammen mit dem lieben Ben. Hallo. Wie schon angekündigt, sind wir noch weiter hier am Güllefarm. Ben ist jetzt hier der Ausbringer. Gönnt sich hier auch schon Lüden. Warte, muss ich gegenpumpen? Weiß nicht. Ah ja. Warte, wie funktioniert das jetzt hier? Ja, du musst einfach nur ab und zu mal I drücken, damit der hinten in das Fass reinlädt. Das siehst du dann auch an der Ja, ich Skala merke ganz gut. schon. Wenn er halt vorne voll ist, dann musst du auf jeden Fall immer überlanden. Laden. Genau. Ich merke schon. Wir fahren jetzt noch ein bisschen Zubringer hier. Und währenddessen können wir ja da hinten so mit einer 1er FOF. Oh Gott. Ist Nee. der VfB, ach du Scheiße. Da ist Justin unterwegs. Die 1 davor. Genau. Dem können wir auch noch ein bisschen auf die Eier gehen, währenddessen bestimmt. Was sagst du? Lassen wir Justin sogar mal hier rein? Nee. Ne? Okay. Denk dran, dass du wieder einfache Ausbringmine aktivierst. Oh, hier mal Fenster auf. So. Und da sind auch draußen. Suppe. So, bin voll. Ah, super. Dann fahre ich nämlich auch mal los. Ja. Die nächsten Folgen Ellerbach werden dann wahrscheinlich auch vorproduziert sein. Gehe ich mal davon aus, wenn ich irgendwie Justin ultra aktiv Stammbach aufgenommen hat. Denn ich werde mich für eine Woche auf Studienfahrt von der Schule aus begeben. Studienfahrt! Ja. Scheißbegriff. Herrlich, das ist so grauenvoll. Deswegen, vielleicht ist ja Ben motiviert, wahrscheinlich eh nicht zu streamen. Aber ich hätte Bock, direkt wenn ich so wieder da bin, erstmal ein bisschen zu streamen. Was sagst du? Boah, kann man machen. Wäre bestimmt witzig. Haben wir da ein bisschen was zu reden. Genau. Nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Fragt auch nicht, wann wieder gestreamt wird. Solche Kommentare lösche ich mittlerweile einfach nur noch. Und auf Discord gibt es ein Timeout. Ja, wir streamen dann, wenn wir Bock und Zeit haben und bliblablub. So, dann gönnen wir uns hier mal einen Lünd Gülle. Und da mache ich einmal ganz kurz hier Pinkelpause. Bin gleich wieder da. So. Geht's hier weiter? Ah, voll Suppe. Jetzt sieht's gleich mal, wie schwach der 516 ist. Ja. Wie viel zu groß das eigentlich ist, das Fass. Ja, ich verstehe Ihr Bedenken. Muss ich nochmal zu der Wiese kommen oder kann ich direkt zum nächsten? Ich glaube, du musst sogar nochmal kommen. Okay. Weil ich bin den Berg lang hoch, so langsam gefahren. Passt. Ich warte mal ganz kurz hier. Ja. Ich muss jetzt schnell auf den Weg hochfahren, allein weil der Justin kommt. Los, schnell mit dem Fendt.
drei Welten. Da fährst du maximal 3 km/h. 5. Justin tauscht einfach jetzt schon wieder Equipment. Ist das krass. Noch nicht mal 10 Folgen in dem Projekt und Justin tauscht schon die ersten Maschinen. Lacher. Also bei uns wird nichts getauscht, wenn er kommt dazu. Nix tauschen. So, fertig. Gönn dir. Du musst übertanken. Was? Jetzt kommt er. Machen wir noch Warnblinker an, damit er sich nicht beschweren kann. Wo muss ich eigentlich hin? Wie, wohin? Danach? Auf welches Feld? Wir gehen auf... Also wenn ich das im Überblick habe, dann... Können wir entweder auf die 76 oder 68, ist mir egal, wo wir anfangen. Ja, was mir eh beides. Ja. Kannst du auch beides in einem Zug machen, musst halt zwischendrin Füll-Ding changen. Nee, da ist erstens Menge. Jetzt und zweitens sind da Bäume dazwischen. Okay. Kann er sich vorne nochmal löten? Ah, Motor an. Aber bist du leer? Ja. Bin schon weg. Oh, leer fährt er sich so schön. Voll fährt er sich so schön. Justin hat seinen Striegel verfahren oder so, oder was auch immer. Der wird dir gleich dick entgegenkommen. Gib einmal weiter Stopp. Oh Gott. Alter, sind wir beide die Eisen decken, ja. Alter, mit dem Ding hier um die Kurve zu kommen, ist auch kriminell. Ich sag, ohne Lenkachse nearly unmöglich. Ja. Ja, wenn dir so ein Ding halt auch entgegenkommt, das ist schon hart, also. Ja, ja, das glaube ich. Und das Gürtel, was hinten hat, die fettesten Reifen, die ich je gesehen habe, drauf. Ich finde es aber auch geil, wie es hier einfach so geil blatt drückt. So, ganz kurz hier irgendwo wenden. Ah, wir haben ja die Wiese. Super. Suppi. Hey, warum hast du den Feldweg weggekrubbert? Ist ein Feldweg. Hey, Ben, da war doch ein Feldweg, oder? Ja, klar, nein. War da ein Feldweg, du. Am Arsch, da war kein Feldweg. Da war wirklich keiner. Das gibt's ja nicht. Guck mal, der war doch ein Feldweg, hier du. So rüber ging der. Ja, freilich war da ein Feldweg. Wo wir weggekrubbert haben. Ja, übrigens, mit dem Krubber kannst du keine Feldwege wegmachen.
Man hat gefühlt. Sagst du. Ja, ist klar. Denkst du, ich mache mir doppelte Arbeit? Ja. Das war der White Mode Button. Schön. So, ich komm wieder. Mann, der macht sich halt vorne gerade auch nicht leer, ne? Ich häng vorne drin wie ein. Ja, der macht immer erst hinten und dann vorne. Das triggert. Ich muss sagen, vorhin beim Bergfahren war das echt praktisch, aber jetzt auf der Geraden, der hängt da drin wie Sau. Was denn? Ja, das ist mit dem Schlüssel. Wie viel ist in meinem neuen Schlepper, Ben? Super toll. Hast auch mehr Bums, dass du keinen Work-Monitor drinnen hast. Hab ich. Ja, du hast nur den einen Monitor drin, nicht den Work-Monitor. Da steht Work-Monitor. Ey, du hast du ein oder zwei Monitore? Ein. Ja, dann hast du nur den einen Monitor, nicht den Work-Monitor. Ja, dann kommen wir gleich um. Ja, ich hab einen neuen Anhänger. Ja, da habe ich schon gesehen. Wir haben schon gesagt, ich mal 10 Folgen von dem Projekt und du tauschst schon die ersten Maschinen. Weißt du warum? Ich war ein bisschen unzufrieden und die Meiler-Gebäude habe ich schon lange drauf gewartet. Schon cringe. Ey, aber der Ding, beim Dings war es ja ein bisschen verständlich beim MMF. Nein, ich habe da mitgedüngt auszusehen, beim gelben Hof wäre es gelber Hof. Maxim. Ja. Die haben gerade ein bisschen Gülle bekommen aus Versehen. Eins mal Rechnung stellen. Apropos Gülle, müsste ich auch mal fahren. Oder eher gesagt Kunst. Ja, wir sind hier massiv am Gülle fahren. Eher gesagt Kunst, Digga. Das ist schon cringe, dass du keine Gülle fährst. Wer von euch hat mein MF aufgestellt in der Chip? Das weiß ich. Das meine ich wohl. Ich hoffe, ich stehe hier nicht im Weg. Du hast eh nur noch eine Bahn. Na dann. Jetzt geht er vorne wieder runter. Jetzt geht er vorne wieder hoch. Aber lass mal auch eine Geschwindigkeit hat auch, ne? Mhm. Aber so von jetzt auf gleich. Jetzt ist er wieder ganz unten. Und jetzt geht er wieder nuff. Aber das Hoch geht halt wesentlich schneller. Ja, wie runter. Perfekt, bis voll. Denk an doppelte Ausbringmenge. Sehr, sehr gut. Ich werde es wahrscheinlich bereuen zu fragen, aber Justin, wie war heute so dein Montag? Wieso? Einfach so? Angenehm. Echt? Schule oder Arbeit? Schule. Warte. Hallo? Morgen ist wieder Jammerei. Ja. Na dann. Und nächste Woche Montag haben wir Führerschein für Motorrad. Prüfung. Nicht schlecht. Was? Hey, jetzt hat er vorne zuerst leer gemacht. Ganz warum komisch. Kann ich keinen starken Bauern mehr anmachen? Aber wir mussten das kurz, damit wir für alle. Für was brauchst du denn den starken Bauern, Herr Schild? Weil ich zwischendurch mal auch rumfliege. So wie ein Liga lieber Herr Ben Bayer. Aber ich war nicht oft rum. Bin doch noch kein einziges Mal rumgefahren. Das sagen sie alle. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie es bei mir auf der Ellerbach ist bis jetzt.
Habt ihr einen Flug? Ja. Das schieben wir mal gerade 2 Sekunden aus, oder? Wegen mir schon. Nicht wieder zum Wege runter, grob angelogen, ne? Ja, ja. Nicht die Wege wieder runter fliegen. Nee, weißt du was, ich mache mir schon Feldrenner. Wegen mir. Ja, kannst haben. Ich weiß nicht, ob der. Obwohl, nee, der braucht nur 160 PS, den schaffst du. Interessant. Was? Dass die Bäume fallen? Habt ihr auch die ganze Zeit den Bug, dass ihr zweimal die Zapfwelle an- und ausmachen müsst? Nee, nicht, dass ich wüsste. Liegt bestimmt am Deutz. Nee, lag ja vorher an dem anderen auch. Keine Ahnung, also ich hab nix. Der Geist arbeitet. Ist das geil. Was? Nix, nix. Ich lieb, dass du dort auch ein 60 Level bist. So chillig. Boah, es ist geil, dass der Fan fast 70 läuft. Ja, aber Jungs, Junge, bist du auf den 70? Bist du nicht schon mit 60 über alle Berge? Nee. Der Gurke. Ja, okay, mit voll schon, aber leer nicht. Das ist so eine richtige Gurke. Gut, weil dann fahre ich auf 103. Mal gucken, ob ich damit oben da rein konnte in dieses scheiß Sägewerk. Ah, wird schon. Ja, wir haben noch 3 Felder, wenn ich das richtig sehe. Schauen wir mal. Ich hab's gar nicht auf dem Schirm. So, ich muss erstmal wieder doppelte Ausbringmenge aktivieren. Oh ja. So, dann kann ich hier schön mit GPS fahren. Schmagofatz. So, erstmal Allrad an, sonst geht hier gar nichts. Dann noch schön eine Lichtstufe. Aber das Gülle kaufen ist echt nicht so teuer eigentlich. Ich dachte ehrlich, es wäre viel teurer. Aber wir müssen hoffen, dass unsere Kühe trotzdem viel Gülle bringen. Oder unsere Biogas? Hey, das, in die Biogas schmeißen wir die Gülle von den Kühen rein. Und Silage. Ja, das, dann haben wir ultra viele Gärreste. Gibt es einen LS-Unterschied zwischen Gärreste und Gülle nicht, ne? Nee. Mensch, du hast meinen Fronttank nicht voll gemacht. Achso, du hattest nicht mehr drin, oder? Nee, ich hab ihn nicht voll gemacht. Achso. Ja, dann kommt er mit seinen Rechnungen Betrieben des Hofgeländes. Ja, 100 Euro bitte. Ein Zehner. Mach noch 2 Nullen dran, dann ist es just in seinem Preis. Naja, stimmt. Mit solchen Geringverdienerpreisen gibt es Justin noch nicht ab. Hat er zumindest den Flug zurückgestellt? Digga, das Ding liegt da einfach halber. Ist es sauber? Das ist ganz wichtig. Na, dann musst du nochmal kurz explizit nachschauen gehen. Nee, ist schon. Hier ist auf jeden Fall Dreck dran. Eieiei, da wird nie wieder was ausgegeben. Und liegen tut er auch noch, das ist sehr grauenvoll. Na, 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 na. So nicht, Herr Justin Schilf. Also ich habe mal geguckt, wir könnten schon das Gespann übernehmen, weil wir haben ja auch diese Mietkaufklausel drauf. Also du kannst aus der Miete rauskaufen. Meinst du jetzt den Art... Den Zubringer. Ja, an sich passt es ja perfekt. Bloß, ja. Digga, der Dolly kostet irgendwie 60k. Ich glaube, da stimmt irgendwas mit dem Preis nicht so ganz. Ja, das Ding ist,
vielleicht hier mir eh nochmal ein anderes Skill-Pack drauf, weil das hat ja relativ viele Fehler. Ja, stimmt, hast auch. Wenn ich mir das anschaue, ist es jetzt auch nicht so schön gemacht. Vielleicht kannst du ja immer nochmal in die Kommentaren melden, vielleicht hat da ja jemand was Schönes. Ich habe da auch wesentlich schon schönere gefunden, aber so öffentliche gibt es eigentlich gar nicht so. Also falls ihr privat irgendwie was Geiles habt und es uns geben würdet, wir würden es natürlich nicht weitergeben, aber halt für das Projekt so, wäre sehr, sehr wild und würden wir uns natürlich sehr freuen. Da kannst du direkt mal einlochen. Hau du auch mal stehen bleiben, du, ne? Ah, ich mach den Motor an. So, dann... ich klappe einfach kurz los, dass ich zu dir hinkomme. Korrekt. Nein, warte mal kurz. Doch nicht. Ich dachte kurz, ich hab reingeschissen. Du musst auf jeden Fall die richtige Kontrollgruppe nehmen. Ich dachte kurz, ich hab den unsichtbaren Rüssel verdreht. Ja, wenn du nicht die richtige Kontrollgruppe nimmst, dann ist es sehr wahrscheinlich. Ja, ich hab gerade mit F5 nochmal nachgeguckt, aber ich hab's zum Glück nur noch bei Dan Skullifers hin statt weg. Ja, gut. Boah, dafür Joystick ist so lässig, ne? Nee, das wäre. Selbst wenn du mit Tastatur spielst, einmal Joystick dafür haben. Ich sag dir, wie es ist, würde ich mir eher hintun als ein Denkrad, weil es einfach handlicher ist. So. Können wir schon übertanken? Ja, wir können reinrüsten. Ja, dann. Los. Ja, passt. Erst habe ich gedacht, so, ja, juckt mich eigentlich in allen Scheiß so. Dann auf einmal kam Idee auf, ja, lass mal alle auf den Flug nach Barcelona, Studienfahrt, lass mal alle Deutschland Check 24 Trikot. Wenn es bitte Klassenfahrt, okay, ich Studienfahrt, das hört sich so verkrankt an. Ja, hallo, du fährst mit deiner Schule nach Barcelona und nennst dich Studienfahrt. Ja, wir schauen uns ja Weltkulturerbe an. Aha, deswegen gehst du damit also, wegen der Weltkulturerbe. Verstehe. Natürlich. Wegen der Bildung. Verstehe. Klassenpartner sind doch immer für Bildung da. Klar. Ja, da war jetzt eigentlich spontan die Idee, dass wir alle Check 24 Trikot plus kurze Hose plus Adiletten im Flugzeug. Ja. Ja, euer Flugzeug wird eh nie wieder landen, das von dem her. Ich habe auch so ein Gefühl. Oh Gott. Umgeflogen oder was? Fast. War ein bisschen knapp. Ui, der Fan wird langsamer. Zu wenig Leistung oder was? Ja, da waren die 300 PS dann doch schon zu wenig. Nee, ich fahre gerade mit 8,3 statt 9 km/h. Uiuiuiui, das wird aber kritisch. Digga, wir sehen einfach Justin in unter 2 Monaten. Digga, das ist geil. Das wird richtig, richtig kacke. Das wird absolut witzig. Ey, du bist ja schon wieder voll. Ah ja? Ich bin auch nicht mal halb leer. Halb leer oder halb voll? Kommt drauf an, ob du Optimist oder Pessimist bist. Ja, dann. Digga, also, jetzt kracht der komplett. Ich hab auf dem Hof um die Kurve rumgeblinkt. Ach, der Scheiße. Ja, jetzt ist vorbei, Diggi. Kann ja auch wieder nach Hause gehen. Merkst du es selber. Hier so aussteigen. Und Folge Ende. Nee. Ich dachte, mein Headset ist kaputt. Weil ich hatte auf einmal keinen Sound mehr. Ich habe Dongle 20 Minuten neu eingesteckt und so. Ich hatte dauerhaft den Connection, also es connected und so. Ja. Yeah. Und weißt du, was das Problem war? Ich habe einfach am Rädchen vom Headset leise gedreht. Oh mein Gott. Ja. Ich bin nicht drauf gekommen, was das Problem ist. Das ist brutal. Ja, ich habe sogar Software neu installiert. Oh, apropos Software. Corsair hat es auch endlich geschafft, dass sie ein Software-Update für den Dongle rausgebracht haben, der immer disconnected ist. Ich dachte halt wirklich kurz, es ist ein Windows-Problem, weil du das Problem ja auch hattest. Yeah. Aber nee, ich war einfach nur etwas lost. Nee, hatte halt mein Headset einen Tag lang nicht mehr auf. Ja. Yeah. Und scheinbar hatte ich es am Ende dann leise gedreht, warum auch immer. Wahrscheinlich aus Versehen eher. Ich sag, ich bin mit Headset eingepennt. Ich sag, es hat sich dann so am Bettlaken so leiser gedreht. Gut, fahren wir zum nächsten Feld. Ja, ist doch daneben. Ja, ist auch richtig.
Oh, da voll, ich sag, ich würde nicht hochkommen. Oder du kommst vielleicht eher nicht hoch. Alter, sitzt da so ein scheiß KI-Verkehr mit meiner Lenkachse, gibt, ich hau das Ding jetzt gleich so weg, ne? So, warte, ohne Moment. Also ich würde behaupten, ich rutsche. Du rutschst nicht in meinen Kann rein, hallo. Ganz vorsichtig. Irgendwie Meter rückwärts. Die Befüllungsposition ist auch sehr komisch. Ja. Fahrenticken vorwärts rutscht. Ja, warte. Besser. Ja, passt. Nicht. So, jetzt ist voll mal wieder voll. Warte, wie geht es jetzt wieder hinter? R? I? Nichts von beiden muss ich. Nee, ah, I ist I. Es. Ja, ich musste das vordere Teil auswählen. Hm. Ich werde gleich hier so oben lang fahren und dann mit dem Fan wieder hier runter scheppern. Haben wir eigentlich eine Tankstelle am Hof? Ich glaube schon, aber ich glaube, die ist leer. Aha, besuchen. Ja. Ja, ist leer. Und, ja, okay, wir hätten sogar Geld zur Befüllung, aber. Ja, können wir später machen, wenn wir es brauchen. Ja, ich habe noch halben Tank. Bei mir ist auch noch ein bisschen was drin. Ja, da steht ja sogar unten links die Prozentzahl: 36 und. Ja. Eu Drittel ist noch drin. Ja, du bist ungefähr schon wieder rückwärts, seitdem der Rüssel passt überhaupt nicht mehr. Ey, du bist doch noch nicht leer. Ah, doch. Doch, bin leer. Na so, stimmt, weil du hast mir ja schon vorhin schon was rein, deswegen. Mhm. Aber ich habe jetzt eh wieder nur noch einfache Menge, deswegen ist er hier entspannt. Auf der anderen Seite, ich kann auch viel schneller fahren, wenn der Fans schneller zieht. Das wird jetzt die Frage aller Fragen. Wie schnell schafft der Fan das bergauf? So, normale Ausbringmenge aktivieren. Alter, trifft alles, was da ist. Alter, ich rutsche hier auch ziemlich massiv. Anfahren 100% Schluff. Pass auf, dass du dich nicht eingräbst. Okay, also ich fahr Gülle mit 50% Schluff. Allrad-Diff-Sperre. Ja, hast du. Ja. Scheiße, würde ich sagen. Vor allem ist auch kacke, jetzt ist der Fronttag genau jetzt leer, jetzt habe ich kein Gewicht vorne. Naja, bin hochgekommen. Easy, wo ist das Problem? Ja, dafür braucht man halt dann aber auch die 300 PS, ne, Justin? Mhm, Justin. Ich bin ja gerade mit 3 km/h gefahren. Justin! So, dann fülle ich hier noch einmal auf. Und damit würde ich dann auch die Folge für heute beenden. Den Rest machen wir dann beim nächsten Mal noch bis zur nächsten Folge fertig. Wenn es euch natürlich wie immer gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Es tut keinem weh. Kostet nichts und hilft uns weiter. Ich würde sagen, bei 10.000 Abos gibt es dann bestimmt auch wieder ein Giveaway. Aber auf dem Discord-Server diesmal. Schauen wir mal, was wir draus machen. Also vergesst nicht, auf dem Discord-Server auch vorbeizuschauen. Schaut auch gerne bei unserem WhatsApp-Channel vorbei. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, ciao Leute. Bidelü.